Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together. Ich bin Rektalin. Ich bin Soemo. Und wir spielen Diablo 3 für We Play Games for You. Und zwar im Hardcore-Modus. Ganz genau. Bedeutet, Tod ist tot. Wir stehen nicht wieder von den Toten auf. Wir machen natürlich einen neuen Helden, aber der Held ist tot. Dann würde ich sagen, machen wir Start. Mal gucken erstmal in die Quest-Einstellung nochmal. Es ist noch auf normal und sowas. Das ist gleich Monster. Also normal, Akt 1, klar, alles von Anfang an. Das ist vielleicht auch ganz cool, dass man dann eventuell mal die Einstellungsmöglichkeiten sieht. Dabei einfach normal und schwer, das ist die aktuelle Monsterstärke für diejenigen, die die PC-Version schon gespielt haben. Und starten wir mal rein. Jetzt wird er nochmal abgefragt. Und ja, natürlich. Doppelt hält besser. Natürlich. Wir müssen sagen, wir haben eben schon mal kurz bis Level 10 gespielt, weil man vorher den Hardcore-Modus noch nicht spielen kann. Ja. Muss sagen, spielt sich schon echt gut und echt flüssig. Vor allen Dingen auf dem großen Fernseher zu zweit zocken ist schon eine geile Sache. Ja, dann genießt mal das Akt 1 Intro-Video. Die Götter sind in allem. Ja, Mann. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich. Und mein Volk beginnt ruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen. Und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, der hat fast so langen Bart wie ich. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Sie haben mich an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Tristram von den wandelnden Toten befreien
die nach dem Feuer kamen. Ja, ich bin Monk, so Ego-Spiel. Diemanda, falls das eventuell vom Ton her eben ein bisschen blöd war, wir haben den Fernseher jetzt mal noch eine ganze Ecke leiser gestellt. So. Wir haben eben beide einen Midi gespielt, deswegen ist das jetzt das erste Mal, dass wir mal die Range hier ausprobieren. Mir gefällt es aber besser, weil ich definitiv weiß, wer ich bin. Ja, toll. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich muss aber sagen, es spielt sich eigentlich ganz gut. Dieses Landes gestört. Ich suche nach ihm. Er ist in die Kathedrale eingestiegen. Falls ihr in späteren Folgen wollt, dass wir es wegdrücken, einfach sagen. Ja, klar. Im Prinzip ist es halt echt so, man drückt X gedrückt halten für den Angriff und zieht dann einfach mit dem linken Analogstick in die Richtung, wo man möchte, zum Schießen. Also das ist wirklich eigentlich gut gemacht, kann man sich nicht beschweren. Und was halt konsolenexklusiv jetzt neu ist, ist folgendes, Fung, Ausweichrolle. Ja, man hat aber keinerlei Speedbonus oder ähnliches, sondern es ist wirklich einfach nur, um jetzt aus einem Feuer oder sowas rauszukommen. Also so spannend ist es jetzt, weil es ist nicht wirklich nötig, sagen wir es so. Es ist halt für die Konsole vielleicht ein bisschen leichter für den einen oder anderen. Aber einen großen Vorteil bringt es jetzt nicht gegenüber der PC-Version. Zumindest ist es mein aktueller Eindruck. Vielleicht ändert sich das im Laufe des Spiels ja noch. Man ist ja auch nicht wirklich jetzt irgendwie unverwundbar oder so, sage ich jetzt mal. Das müssen wir machen hier, nur mit ihr da, aber, ne? Ja. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stein. Alter, mit Rumford würde ich nicht zusammenarbeiten wollen. Ja, das hat man jetzt eben auch gesehen. Da bin ich zu weit weg gewesen, wenn man sich dann nicht bewegt und der andere halt dann was macht, dass man entweder halt in die Nähe von demjenigen wieder zurückläuft oder sogar geportet wird. Einfach weil man sich auf einer Konsole halt den Bildschirm teilt. Finde ich aber wesentlich angenehmer, als wenn es jetzt irgendwie ein Splitscreen oder ähnliches wäre. Es ist schon gut durchdacht und gut gemacht. Ja, ich würde aber sagen, hier, normalerweise können wir da auch locker drüber labern und wegdrücken, weil wir haben sowieso jetzt die ganze Zeit drüber gelabert. Ja, das ist halt... Scheiß drauf jetzt. Hier hinten gab es noch das Buch, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt holen kann noch. Doch, doch. Ein Buch gibt's noch. Weil hier wird sowieso die ganze Zeit dann mit den Büchern gelabert und so. Da an der drüber labern ist schwer. Ja, das stimmt schon. Nur halt bei Videos und Co. auf jeden Fall. Ja, hier, das ist auch noch ein bisschen was Neues. Das ist, als Vorbesteller von der PlayStation 3 Version gab es halt einige, ja, nette Items, um einfach das einfacher in den Einstieg ins Spiel zu haben. Der Helm macht einen Erfahrungsbonus und die anderen geben halt ein paar Stats dazu. Vor allen Dingen seht ihr hier auch mal das einfachere System. Hier seht ihr vorne DPS, Verteidigung und HP. Und in dem Falle die Schultern, die würden halt Verteidigung erhöhen. Ja, man kann sich die Stats auch noch genauer angucken im Inventar dann. Was man halt vor allem auch eben gesehen hat, ich hole mir jetzt auch nochmal die Sachen aus der Bank. Zack, 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 den Helm noch. Ne, das haben wir schon im Inventar. So. Ja, was sollten wir noch sagen? Das ist unter anderem hier Leorics Panzerhandschuhe. Also es sind auch immer teilweise Drakes Amulett zum Beispiel, ist von Uncharted und Leas Ring. Und das ist halt auch ein bisschen so für die anderen Spiele bezogen von der PlayStation. Also die haben auch schon einen Sinn, die Items. Und hier seht ihr zum Beispiel dann die Stats, die die Items haben. Also ihr seid nicht nur auf die drei Dreiecke jetzt hier beschränkt. Genauso sieht man dieses Radialmenü zum Auswählen der Gegenstände. Im Prinzip ganz einfach mit dem linken Analogstick in die Richtung gehen, wo man jetzt was ausrüsten möchte. Ich hab aber nicht genommen. Und ja, wirklich relativ einfach. Man gewöhnt sich auch schnell dran. So, du kannst. Jetzt darf ich mich auch noch mal kurz ausrüsten. Das ist halt ein kleiner Nachteil, dass dann jeder nur einzeln ausrüsten kann, weil das Inventar den kompletten Bildschirm ausfüllt. Ja, man muss aber sagen, dass man dann später auch einfach über den über die Pfeiltasten dann die Sachen auswählen kann. Natürlich halt nicht mehr speziell jetzt mit Stats vergleichen und Co. Aber man bekommt das dann
gut angezeigt eigentlich, wenn man was frisch findet. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch relativ einfach mit dem Auswählen, finde ich. Ist halt eine schöne kleine Monster hat. Ja, das hier muss willst du es nicht einsammeln. Man muss auch sagen, dass... Du, ich glaube, das ist immer doppelt gewesen, oder? Kann sein, dass das doppelt war. Also es hat nicht jeder seinen eigenen Loot. Das sollte man noch dazu sagen. Es gibt beide zusammen den Loot. Nicht wie in der PC-Version, wo jeder seinen eigenen hatte. Aber muss man mal drauf achten. Ja, manche Sachen können natürlich doppelt sein. Wenn das auch so quest-spezifische Sachen sind, gehe ich mal davon aus, dass sie doppelt sein werden. Was ich jetzt noch gar nicht genau weiß, ist, wenn man jetzt online spielt, ob dann der Loot aufgeteilt ist oder ob das nur ist, wenn das... Ich glaube eher nicht. Ich denke, das ist wirklich nur für die an einer Konsole so. Glaube ich nicht. Ich weiß es, wie gesagt, das nicht. Das ist ja ein Spiel, mal ausprobieren. Das wäre dann total anders. Als. Nee, glaube ich nicht. Obwohl, es kann natürlich sein, ja, für den anderen. Ja, hat ja seinen eigenen Bildschirm dann. Das kann sein, ich denke nicht, dass es dann getrennt ist, dass es geteilt der Loot ist, sondern dass es getrennt ist. Kann wie gesagt, wir wissen es nicht, das werden wir demnächst bestimmt auch noch herausfinden. Na, vielleicht hat ja irgendeiner von euch irgendwann mal Bock mit, könnt ihr ja auch mal mitkommen. Ja, wie bei Monster Hunter zum Beispiel. Hat sich ja eigentlich bewährt. Gehen wir mal hier in den Keller. Griswold, der gute Mann, hat alles riskiert, um den lieben Jungen aus der Kathedrale nach Hause zu bringen. Kannst du nicht auch Bobse? Ja, da einfach mal alle umgehauen. Ah, ich habe auch schon den R2-Skill, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist natürlich geil. Ich mag den Monk wegen dem ganzen Martial Art-Kram und so. Finde ich sehr nice. Ja, die Skills liegen halt ganz bekannt auf X, Viereck, Dreieck und Kreis. Und dazu die beiden R-Tasten hinten, also die Schultertasten. Ja, L1 ist der Highport, also wirklich gut umgesetzt. Ja, Steuerung ist halt intuitiv, ne? Ja, man findet sofort rein, man fängt an und ist alles sofort klar, was man machen muss, finde ich. Man muss da gar nicht groß auf irgendwelche Tutorials achten oder so. Ja, nur der Weg, wo man hin muss, ist nicht immer ganz klar. Da oben müssen wir raus. Ja. Natürlich praktisch, wenn man in die falsche Richtung läuft. Ja, so muss das sein. Sonst geht's ja voran. Ja, das stimmt wohl. Ja, hier oder nicht? Ne, bei mir. Ja, dann laufen wir weiter. Geht einfach mal hier in den Keller. Ich glaube, da waren wir da auch noch nicht drin. Doch, da sind wir doch eben gerade gewesen. Das ist derselbe Keller. Da waren wir vorher hinter dem einen Brunnen oder was? Das ist gar nicht. Ja, dem anderen Keller, den waren wir nicht. Dann gehen wir da mal noch rein, würde ich sagen. Ja, müssen sowieso alles kaputt machen, weil wir spielen ja Hardcore und müssen leveln ohne Ende. Ja. Sonst kriegen wir auf die Fresse und dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Also ist uns nämlich vielmehr mir aufgefallen, dass das im... Gut, ich habe auf normal gespielt einfach, da oben war er. Ja. Auf normal gespielt, das heißt, das war dann direkt Monsterstärke, ich glaube 3 oder 2. Also gibt ja keine 10 Stufen, sondern es gibt nur 8. Und 2 kleine Stufen wurden einfach ausgelassen. Hey, was soll das? Ich hab Angst. Mit den 4 hier. Wurden 2 Stufen einfach ausgelassen und das war dann doch für den Anfang relativ schwer und wurde auch wirklich schnell mal kaputt gehauen. Ja. Deswegen spielen wir das Ganze jetzt hier im Hardcore-Modus doch mal auf dem einfachsten möglichen Schwierigkeitsgrad fürs Erste. Und steigern das nach Bedarf dann. So. Ja, das kann man ja dann steigern, wenn man dann die ersten Gegenstände gefunden hat und bekommen hat. Hast du den eingesammelt gehabt? Was ist denn Bogen? Nee, ich weiß nicht, ich glaube schon. Musst du eingesammelt haben. Mal gucken, mal kurz. Ja, habe ich eingesammelt gehabt. Könnt nämlich, auch wenn ihr jetzt Sachen eingesammelt hattet, kurz nach oben drücken, dann kriegt ihr über euren Spielbalken, hier, ich mache das mal kurz, angezeigt, was ihr eingesammelt habt, ob es besser war oder nicht und könnt es dann anziehen, fallen lassen und so weiter. Das ist ganz praktisch, damit man nicht immer ins Menü halt rein muss, ne? Um den Spielfluss nicht zu unterbrechen. Und der ist ja doch schon recht schnell, muss ich sagen. Also wenig Downtime, so wie man es gewohnt ist. Immer schön auf die Fresse. Kapau. Ich muss sagen, finde Monk eigentlich ganz gut. Gefällt mir besser als Baba im Moment. Ich weiß es noch nicht so richtig, weil... Nein.